because I want to be great. I want to be one of the greats. Mein Name ist Kilian aka Killkraft YouTube und in diesem Video möchte ich um meiner Meinung nach ernstere Themen sprechen. Ich mache YouTube noch nicht lange und doch fallen mir viele Dinge auf. Auf YouTube geht es nur noch um Klicks, Abos und Likes und ich will nicht bestreiten, dass diese Dinge mir nicht wichtig sind, jedoch finde ich es trotzdem sehr traurig. Rote Kreise über rote Kreise, damals machte man YouTuber Spaß, heute nicht mehr, fast, zumindest nicht nur. Diese, ich nenne es mal Ansprache, geht nicht nur an die YouTuber, sondern auch an euch, die Abonnenten, die Fans. Ich möchte in diesem Pre-Intro zwei Sachen loswerden. Erstmal an die YouTuber, vergesst nicht, dass wir es aus Spaß machen sollten. Klar sind uns Abonnenten, Likes und vor allem Klicks wichtig, doch es gibt ein Sprichwort, dessen wir uns alle bewusst sind, was meiner Meinung nach gut zutrifft. Vergesst niemals, wo ihr herkommt. Wir YouTuber haben eine Gabe, sei es Leute zu unterhalten oder sie zu bewegen. Wir haben es in der Hand. Uns hört man zu, verschwendet diese Gabe nicht mit Videos, die gespielt sind oder Hass, gebt euch Mühe, seid kreativ und bewegt. Sowohl die Zuschauer als auch andere YouTuber. An die Zuschauer, seht die Videos auf YouTube nicht mit kritischen Vorurteilen, seht sie mehr als Kunst des Protagonisten, seht sie mehr als Versuch, euch zu erreichen. Danke, dass ihr zugehört habt und jetzt zum eigentlichen Video. Übrigens, Leute, habe ich ein neues Banner. Schaut euch mal an, wie sick das ist. Also, wenn ihr Bock habt auf Banner, ja, dann schaut mal bei ihm unten in der Videobeschreibung vorbei. Würde mich mega freuen und ihn natürlich auch. Also, wenn ihr fette, heftige, und mit heftig meine ich wirklich, heftige Banner haben wollt, dann schaut in der Videobeschreibung vorbei. Sorry, Digga, dass ich es vergessen habe, aber schaut bei ihm vorbei, Leute. Ah. Und damit ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und erstmal, bevor ich überhaupt dazu komme, wollte ich einfach mal sagen, ich hatte mal Lust, was, naja, ein bisschen Ernsteres zu bringen auf meinem Kanal. Aber mir fällt auf, dass YouTube sich echt heftig verändert hat. Ich bin ja schon auf YouTube, seit ich ein 11-jähriger Hosenscheiße bin. Und ich muss sagen, es hat sich heftig verändert. Und ich bin persönlich auch einer. Natürlich gehe ich auch auf Klicks, Abos und Likes. Und Leute, da könnt ihr keinen verurteilen. Ich meine, Likes motivieren so krass. Ne? Mein letztes Video, 150 plus Likes, 0 Dislikes. Das Video davor hatte einfach 240 Likes. 240 für meine Größe. Das ist so heftig, Leute. Also erstmal ein fettes Danke geht raus und ich dachte mir so, ich muss ein bisschen ernsteres Video auch mal bringen können und das habe ich jetzt auch getan und bitte gebt euch das einfach nochmal, wenn ihr wollt, weil das ist das, was ich darüber denke. Ich finde, wir sollten einfach das mit Spaß machen. Wir sollten nicht vergessen, dass YouTube eine Plattform ist, die man als Hobby zählt und ja, das war's auch eigentlich dazu. Ich kann wieder nicht reden. Und ansonsten habe ich auf Twitter noch zwei Umfragen gemacht. Erstmal, was haltet ihr von der letzten neuen Serie, die übrigens 150 plus Likes hatte und 0 Dislikes, mega heftig nochmal. Ja, da haben 8% alles für Ja gestimmt, nochmal 8% für Ja und der Rest für Penis, Leute. Danke, dass ihr das so seriös nehmt. Grüße gehen nicht raus an euch. Und ja, wie gesagt, ich finde das so heftig, dass sie so gut angekommen ist. Für die die Serie nicht kennen, unten in der Beschreibung ist der Link. Falls ihr Lust habt auf totale Behinderung, dann guckt da mal rein. Und ansonsten habe ich noch eine andere Umfrage gestartet und zwar folgende. Soll ich bald mal Real Life bringen? Und Leute, 53% haben für Ja gestimmt, 35% für Nein und 12% für Ja. Sprich, ich habe irgendwie insgesamt so 60 oder so Prozent. Ich kann das nicht rechnen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe 65% circa, die Ja sagen. Und mich würde mal interessieren, was ihr auf YouTube denkt. Wollt ihr das mal sehen? Weil ich bin ein Filmproducer, da möchte halt Richtung Film gehen. Und habe mir auch eine richtig teure Kamera gekauft. 3000 Euro. Und die kommt dann auch irgendwann bald so an. Und ich habe sowieso Projekte geplant. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das auch auf YouTube veröffentlichen soll, auf diesem Kanal. Also wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, danke für euren heftigen Support. Und ich wollte heute mal was anderes bringen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt like den Scheiß. Haut rein. Peace out.